Hallo zusammen und willkommen zum nächsten Teil der Grundlagen. Der heutige Teil baut ein wenig auf dem letzten Teil auf, indem wir uns das Muskelgedächtnis angeschaut haben. Seit dem letzten Teil wisst ihr nämlich, warum so etwas wie Formationsflug einfach nur sehr viel Übung bedarf, damit das klappt. Aber das ist natürlich noch nicht alles, was es zum Thema Formationsflug zu sagen gibt. Wir schauen uns heute an, was man überhaupt mit einer Formation erreichen möchte und welche Hilfsmittel man zur Verfügung hat, damit man eine Formation gut hält. Generell ist das Fliegen in Formation ein unglaublich großes und wirklich sehr weit gefasstes Thema. Wir können das heute unmöglich in all seiner Gesamtheit durchgehen, das geht einfach nicht. Wir konzentrieren uns erstmal auf die Grundlagen des Formationsflugs, denn die werden für sich genommen schon verhältnismäßig fortgeschritten. Das Thema hier haben sich übrigens meine Patrons ausgesucht oder mindestens gewünscht. Vor einiger Zeit habe ich da eine kleine Umfrage gemacht, welches Grundlagenthema sich als nächstes gewünscht wird, und da kam unter anderem Formationsflug raus. Falls ihr auch mehr wissen wollt, euch Hintergründe zu mir und dem Kanal interessieren oder ihr auch bei solchen Umfragen mitmachen möchtet, wobei ich nicht sagen kann, in welcher Frequenz ich euch nach sowas frage, dann freue ich mich, wenn ihr bei Patreon vorbeischaut. Damit unterstützt ihr direkt den Kanal und macht solche Videos hier möglich. Ein Link ist natürlich in der Videobeschreibung und wird sicher auch gerade oben rechts eingeblendet, wenn ich das nicht vergessen habe. Jetzt aber genug der ekelhaften, schamlosen Eigenwerbung, das ist ja widerlich. Zurück zum Thema, was will eine Formation eigentlich erreichen? Wenn man anfängt, sich mit dem riesigen Thema Formationsflug zu beschäftigen, dann stößt man immer wieder auf zwei Schlüsselwörter. Integrity und Mutual Support. Integrität und gegenseitige Unterstützung auf Deutsch. Das sind die beiden mit Abstand größten Schlüsselpunkte beim Formationsflug. Gut einprägen, am besten ausdrucken und unter das Kopfkissen legen. Ich meine das ernst, sonst würde ich das gerade nicht so groß auf den Bildschirm schreiben. Wenn ihr die beiden Prinzipien, die hinter diesen beiden Schlüsselpunkten stecken, verstanden habt, dann habt ihr Formationsflug vollständig verstanden. Der Rest ist nur noch Technik und Übung. Mutual Support meint, dass man sich gegenseitig unterstützt. Betonung auf gegenseitig, das ist keine einseitige Beziehung. Der Mutual Support beginnt schon beim Rollen am Boden und hört auch erst beim Shutdown wieder auf. Dazu gehört auch, sich gegenseitig mal einer Sichtprüfung zu unterziehen. Spätestens wenn man auf die Startbahn rollt. Die Prüfung sollte hier im speziellen Fall die Konfiguration des Luftfahrzeugs und die Beladung beinhalten. Genauso wie mein Wingy das hier mit mir gemacht hat. Scheinbar hatte ich meine Klappen noch eingefahren und er hat mich mit einem One-Check-Flaps darauf hingewiesen, sie zu prüfen. Aber ich prüfe ihn auch, sobald wir aufgestellt sind. Das sieht doch alles gut aus bei ihm. Der Mutual Support, die gegenseitige Unterstützung, zieht sich wirklich den ganzen Flug durch und bezieht sich natürlich nicht nur auf das Prüfen von Luftfahrzeugkonfigurationen oder sowas in der Art. Das ist sogar nur ein sehr kleiner Teil von diesem Konzept. In einer Formation arbeiten ja zumeist zwei Luftfahrzeuge als ein Element auf ein bestimmtes Missionsziel hin und da trägt Mutual Support zur Unterstützung bei. Im Kern ist das Konzept von Mutual Support eine Art Untermenge der Situational Awareness, die dabei hilft, gemeinsam auf das Missionsziel hinzuwirken. Vereinfacht und fast schon salopp gesagt heißt es: Ich passe auf dich auf und du passt auf mich auf. Mehr formal gesagt, muss man das als Vertrag zwischen den Luftfahrzeugen einer Formation verstehen. Ganz grundlegend gehört zu dem Vertrag das Wissen über die Position der anderen Luftfahrzeuge der Formation und das Wissen über die Position von möglichen Bedrohungen und Angriffsrichtungen und so weiter. Ebenso dazu gehört die Kommunikation von offensiven oder defensiven Informationen innerhalb der Formation sowie Ziel- und Waffenzuweisungen vor einem Angriff. Two, fighter to fighter briefing. Fighting wing, shooter, cover, guns. In to the east, off to the south, sword to the south. And two ready. Das war, als Beispiel, die Kurzform einer Rollen- und Waffenzuweisung für einen Bodenangriff von zwei Warthogs. Man hat, meinem Verständnis nach, recht viel Freiheit, wie dieser Mutual Support Contract, also dieser Vertrag zur gegenseitigen Unterstützung in einer Formation genau aussieht, solange die notwendigen Informationen präzise formuliert kommuniziert werden.
Um diesen Mutual Support aufrecht zu erhalten, ist es wichtig, dass das zweite Schlüsselwort aufrechterhalten wird: die Integrität der Formation. Die Integrität einer Formation ist ein wesentlicher Bestandteil bei jeglichen Manövern in einer Formation. Integrität kommt vom lateinischen integritas und das meint unversehrt, intakt oder vollständig. Und genau so ist das gemeint. Die Formation muss unversehrt, intakt und vollständig bleiben. Man muss als ein Element agieren können. Es müssen zwei Dinge gegeben sein, um das zu erreichen. Der Flight Lead muss immer und zu jeder Zeit wissen, wo seine Wingies sind und was sie machen. Wingie ist meine Kurzform von Wingman, also Flügelmann. Und der Wingie muss in der Lage sein, eine angebrachte Position in Relation zum Flight Lead zu halten. Damit ist nicht nur der gerade Ausflug gemeint, sondern auch eine Position während Manövern bzw. die korrekte Ausführung eines Manövers. Das Halten einer angebrachten Position in Relation zum Flight Lead ist das, was man meistens meint, wenn man Formationsflug sagt. Aber ihr habt bis hierhin sicherlich schon gemerkt, dass hinter Formationsflug, hinter diesem Begriff, noch sehr viel mehr steckt. Den ersten Punkt, dass der Flight Lead immer alles wissen muss, den kann man relativ einfach erschlagen, indem die Wingies immer nur das machen, was der Flight Lead ansagt. Mitdenken ist als Wingie zwar auch echt super, nur muss man Dinge dann anfragen, anstatt einfach selbst zu machen. Wenn man als Wingie einfach macht, dann bricht man diese Regel oder diesen Contract und damit die Integrität der Formation. Wingie zu sein heißt nicht, dass man die ganze Zeit still ist und einfach nur das macht, was der Flight Lead einem sagt. Denkt an Mutual Support. Wenn der Wingie eine wichtige Information hat, zum Beispiel weil er irgendwas sieht, dann sollte er das auch sagen. Der Flight Lead wird diese Info dann verarbeiten und entsprechend damit umgehen. Zur Rollenverteilung gleich noch mehr. 1-2, Cons 2 o'clock high. Zwei weitere Beispiele. Ein klassisches CAS Wheel, ein klassisches Close Air Support Wheel. Das ist ein kreisförmiger Orbit direkt über einem Zielgebiet. Mein Flügelmann ist auf dem Kreis genau gegenüber und das Zielgebiet genau auf meiner 3-Uhr-Position. Das ist perfekt für die Integrität und für Mutual Support. Man sieht sich gegenseitig und sieht die Position der Bedrohung auf dem Boden. Es ist nur wichtig, dass beide Flugzeuge auf ihrer Position auf diesem Kreis bleiben und damit die Integrität der Formation wahren. Auch bei einem Angriff aus dem CAS Wheel heraus wahrt man die Integrität, weil man eh nur auf Anweisung des Flight Leads angreift und danach entweder wieder genau auf seine Position auf dem Kreis fliegt oder aber als Wingman zu seinem Flight Lead aufschließt. A low level durch ein Tal. Hier hilft es immer, sich gegenseitig über Hindernisse zu informieren. Two power lines coming up. Wie zum Beispiel Stromleitung. In einer korrupten Formation, korrupt ist das Gegenteil von integer, kann Mutual Support nicht funktionieren. Verliert man also die Formation Integrity, so ist der Mutual Support auch automatisch mit dahin. Die beiden Konzepte Mutual Support und Formation Integrity gehen Hand in Hand und sind zusammen quasi der Schlüssel zum Erfolg. Das hat man hoffentlich auch bei den beiden Beispielen gesehen. Das war jetzt ziemlich viel verhältnismäßig abstrakte Theorie. Diese Theorie ist aber auch gleichzeitig die ganz grundlegende Basis für Luftfahrzeuge, die in einer Formation operieren. Wir wissen jetzt, was wir mit einer Formation überhaupt erreichen möchten. Wir möchten als eine Einheit auf ein Missionsziel hinwirken. Lasst uns jetzt etwas auf die Praxis schauen. Der erste Punkt dabei ist Kommunikation und da geht es schon mit dem Funkrufnamen los. Mindestens die Navy benutzt zwei verschiedene Funkrufnamen oder Callsigns auf Englisch, aber im Sinne der Videolänge gehe ich hier nur auf das taktische Callsign ein. Das besteht aus einem ein- bis zweisilbigen Wort, gefolgt von einer einstelligen Zahl. Radar 1, Tofu 2, Batman 3, Magic 4, Springfield 5 und so weiter. Es sollte nur darauf geachtet werden, dass ein Callsign nicht mit einem Brevity Code verwechselt werden kann. Wenn ich das Callsign Mad Dog 6 hören würde, ich sag mal, mein Blutdruck würde sehr schnell steigen und ich würde panisch auf meine 6-Uhr-Position schauen. Googelt gerne nach dem Brevity Mad Dog, falls euch das nicht sagt. Dieses taktische Callsign
bezeichnet immer die gesamte Formation, ganz egal wie viele Luftfahrzeuge Teil der Formation sind. Generell sollte in einer Formation, vor allem in einer taktischen Umgebung, immer mit Brevity Codes kommuniziert werden. Ich kann hier unmöglich alle Brevity Codes aufzählen oder durchgehen, da findet ihr über die Suchmaschine eures Vertrauens schneller eine Liste, als ich sie vorgelesen hätte. Aber einen Brevity Code speziell für Formationen möchte ich hervorheben. And two is saddled. Saddled, also auf Deutsch so viel wie gesattelt. Das sagt man als Wingman, wenn man sich sicher in Position in der Formation befindet. Wenn man sicher im Sattel sitzt. Also nach einem Rejoin, nachdem man wieder in die Formation eingeflogen ist, oder auch nach Formationswechseln. Das ist eine Information, die der Lead haben muss. Erinnert euch an Mutual Support and Integrity. Der Lead muss wissen, wo seine Wingies sind. Ebenfalls gelten in einer Formation auch die generellen Funkregeln. Das heißt, man sollte immer im Format Sender, Empfänger, Nachricht reden. So wie man auch mit einem Tower oder anderen Assets reden würde. Nur, wie benennt man innerhalb einer Formation den Sender? In einer Formation hat jede Position eine feste Nummer. Ganz vorne ist die Nummer 1, auf der linken Seite ist die Nummer 2, auf der rechten Seite die Nummer 3 und ganz rechts die Nummer 4. Diese Positionsnummer ist Bestandteil des Callsigns des einzelnen Luftfahrzeugs der Formation. Genauer gesagt wird diese Nummer einfach hinten angestellt. Wenn das taktische Callsign der Formation zum Beispiel Sniper 7 ist, dann ist der Lead Sniper 7-1, Nummer 2 ist Sniper 7-2, 3 ist Sniper 7-3 und 4 ist Sniper 7-4. Damit ist jetzt klar, wie man in einer Formation intern funkt. Wenn ich zum Beispiel Nummer 3 bin und ich will meinem Lead, also Nummer 1, informieren, dass ich da oben auf 2 Uhr Kondensstreifen entdeckt habe, dann sage ich einfach Sniper 7-1, Sniper 7-3, Cons 2 o'clock high. Das ist das Beispiel von vorhin. Man kann das Flight-intern, also formationsintern, auch verkürzen zu nur den Nummern. 1-3 Cons 2 o'clock high. Es gibt Situationen, da kann man diese Verkürzung unter Umständen nicht machen, zum Beispiel in größeren Packages. Das ist ein Verband aus mehreren Formationen mit dem gleichen Missionsziel. Wingmen bestätigen Anweisungen ihres Flight Leads auch immer kurz und knapp mit der Nummer der Position in der Formation. Da hört man es vielleicht schon raus, die Nummern sind positionsgebunden. Bei einem Formationswechsel oder einem Wechsel der Position in der Formation nimmt man seine Nummer nicht mit, die gehören immer zur Formation. Wenn ich also als Flight Lead die Anweisung gebe, zum Beispiel Sniper 7 Rejoin Finger 4, das ist die Anweisung in einer Finger 4 Formation zu rejoinen, also zurückzukommen, dann werden alle Mitglieder meiner Formation in aufsteigender Reihenfolge diese Anweisung bestätigen. 2, 3, 4 wird man dann hoffentlich am Funk hören. Auch diese Bestätigung ist wieder Bestandteil des Mutual Supports. Der Flight Lead weiß, dass die Anweisung gehört und verstanden wurde. Dass es in aufsteigender Reihenfolge gemäß der Nummer der Position in der Formation bestätigt wird, ist hingegen nur ein Contract innerhalb der Formation, der wiederum aber auch Vorteile hat, dieser Contract. Und Jedi One Go mit Channel 14, Channel 1-4. Diese Nummern innerhalb einer Formation bringen uns auch nahtlos zum Aufbau einer Formation. Der kleinste Teil einer Formation ist ein Element. Das besteht aus zwei Luftfahrzeugen. Das sind hier Nummer 1 und Nummer 2. Die sind ein Element und die agieren als ein Element. Deshalb habe ich vorhin bei Integrity und Mutual Support schon immer gesagt, dass man als ein Element auf ein Missionsziel hinarbeitet. An ein Element kann man jetzt ein zweites Element dran klatschen. Nummer 3 und 4 sind das zweite Element. Zusammen nennt man beide Elements dann Flight. Den Flight kann man theoretisch beliebig mit weiteren Elements erweitern, aber darauf gehen wir heute nicht ein. Wir bleiben bei maximal 2 Elements, also maximal 4 Luftfahrzeugen. Also, ein Element sind 2 Luftfahrzeuge, 2 Elements sind ein Flight. Das ist der Aufbau einer Formation aus Sicht der US Air Force. Diese Formation nennt man übrigens auch Finger 4, weil sie aussieht wie 4 Finger. Man unterscheidet auch übrigens noch den richtigen Flight Lead und einen sogenannten Positional Lead.
Wer auf Position Nummer 1 fliegt, ist immer Positional Lead, aber nicht unbedingt Flight Lead. Der Flight Lead hat die gesamte Verantwortung und Entscheidungsgewalt über den Flug und die Mission und die sichere Durchführung und so weiter, aber dazu muss er ja nicht unbedingt auf der Position Nummer 1 in der Formation fliegen. Meistens tut er das nur, weil der Workload als Flight Lead nicht niedrig ist und er sich so nicht darum kümmern muss, seine Position in der Formation zu halten. In diesem Beispiel fliege ich als Flight Lead auf Position Nummer 3 einer Finger-Vor-Formation. Warum mache ich das? Weil derjenige auf Position 1 Erfahrung als Positional Lead sammeln soll. Er führt also gerade die Formation an und gibt auch Anweisungen zum Formationswechsel und so weiter. Flight go echelon right. Allerdings behalte ich die Verantwortung und finale Entscheidungsbefugnis als Flight Lead bei mir. Hätte ich in dem Beispiel eine dringende Anweisung gegeben, dann wäre die auch ausgeführt worden. Jetzt müssen wir kurz auf die Unterschiede zwischen US Air Force und US Navy eingehen, weil die Navy diese Dinge einfach anders benennt. Keine Angst, es kommen nicht noch mehr abstrakte Konzepte. Auch die Navy fliegt nach den Grundsätzen von Mutual Support und Element Integrity, nur bei der Navy heißt es einfach nicht Element. Ich habe euch gerade gesagt, dass der kleinste Teil einer Formation ein Element ist und wenn man da noch ein Element dran pappt, dann ist es ein Flight. Die Navy sieht das genauso, nennt das Element aber Section und den Flight Division. Dementsprechend sagt die Navy zum Beispiel Section Integrity und nicht Element Integrity. Sind einfach nur andere Wörter, die aber das komplett gleiche meinen. Der Aufbau einer Formation ist bei der Navy auch etwas anders, wie man hier schon sieht. Bei der Air Force ist Nummer 2, also der Wingman des Flight Leads, immer links vom Lead und das zweite Element eines Flights immer rechts vom Flight Lead. Der Wingman des Division Leads bei der Navy ist immer rechts von ihm und die zweite Section immer links, also genau andersrum. Und diese Formation nennt man bei der Navy übrigens Parade und das ist quasi das Gegenstück zur Finger 4 der Air Force. Ein gar nicht so kleiner Unterschied ist jedoch, dass, soweit ich weiß, die Air Force in einer administrativen Umgebung, also nicht taktisch, en route gerne in einer Finger 4 fliegt, während hingegen die Navy nur zu Showzwecken oder zu einem Carrier Break in Parade fliegt. Normalerweise fliegt die Navy en route lieber eine lockere Cruise Formation. Das ist also der grundlegende Aufbau einer Formation. Jetzt hat aber jedes Mitglied der Formation noch spezielle Aufgaben, die sich nach seiner Position innerhalb der Formation richten. Im Detail können sich Aufgaben je nach der gewählten Formation unterscheiden, ein paar Aufgaben sind aber immer gleich. Nummer 1 ist immer der Anführer. Das Luftfahrzeug auf der Position führt die Formation an, und trifft im Normalfall taktische und administrative Entscheidungen. Er ist auch für die gesamte Navigation und Kommunikation zuständig, ebenso dafür, Angriffspläne zu formulieren und auszuführen und auch dafür, dass das Lagebild aufrechterhalten wird. Im Normalfall nennt man das dann Flight Lead und der übernimmt eigentlich auch Briefing und Debriefing. In dieser Position und Qualifikation ist also die sichere und erfolgreiche Durchführung der Mission verantwortet. Im Kern ist der Flight Lead sowas wie der Teamleiter. Nummer 1 ist also der Flight Lead und gleichzeitig Element Lead des ersten Elements in einem Flight. Oder um es mit Navy-Worten zu sagen, Nummer 1 ist der Division Lead und gleichzeitig Section Lead der ersten Section in einer Division. Allerdings kann er Teile seiner Aufgaben auch abgeben. Zum Beispiel das Führen der Formation. Er muss nicht Positional Lead sein, um seine restlichen Aufgaben wahrzunehmen. Ich bleibe ab jetzt auch bei den Air Force Begriffen, also Element und Flight. Wenn ich jetzt alles immer doppelt sagen muss, Element, Flight, Section, Division, dann werde ich einerseits komplett kirre und andererseits streckt das Video nur unnötig in die Länge. Ich sage also nur noch Element und Flight, ihr wisst jetzt aber, wie die Navy das nennt, Section und Division. Nummer 3 ist der Element Lead des zweiten Elements im Flight. Das ist eine Einheit, das zweite Element ist eine Einheit, die, wenn notwendig, sich auf Anweisung des Flight Leads hin auch aus der Formation lösen und eigenständig agieren kann. Nummer 3 hat also auch Führungsaufgaben für sein Element und als Element Lead im Flight ist er nebenbei auch das Backup für den Flight Lead hinsichtlich Navigation und Missionsplan.
Er hat aber innerhalb des gesamten Flights keine Entscheidungsbefugnis. Nummer 2 und Nummer 4 sind Wingmen ohne Führungsaufgaben. Sie sollen aber die Flight Integrity wahren und Mutual Support sicherstellen. Unter anderem natürlich auch durch Aufrechterhaltung der Situational Awareness. Wingies können auch Aufgaben wie Navigation oder sonstige Aufgaben delegiert bekommen. Es ist komplett Sache des Flight Leads, welche Aufgaben er delegiert, und natürlich muss er dazu auch wissen, was seine Wingies können. Eine der wichtigsten Aufgaben der Wingman, inklusive des Element Leads auf der Nummer 3 Position in seinem Flight, ist allerdings das sogenannte Station Keeping. Das meint das Halten der angewiesenen Formation, also das auf Station bleiben. Denn jeder Formation liegt eine bestimmte Geometrie zugrunde, die jeweils immer ihre eigenen Vorteile und auch Nachteile hat. Man sieht es eigentlich schon in der Grafik, die Wingmen sind immer ein kleines bisschen hinter ihrem jeweiligen Lead. Würden wir gerade von vorne oder von hinten auf die Formation schauen, dann würden wir auch sehen, dass die Wingmen minimal tiefer sind als ihr Lead. Das ist aber nur die Geometrie für eine Finger 4 bzw. Parade. Jede Formation hat ihre eigene Geometrie, die aber immer aus drei Dingen besteht. Altitude, Bearing Line und Closure oder ABC in Kurzform. Altitude meint die Höhe. Im Normalfall ist man meistens mehr oder weniger auf der Höhe seines Leads. Naja, in der Finger 4 oder Parade so ein paar Fuß tiefer. Bearing meint die Bearing Line. Das ist eine Linie, die vom Lead ausgeht, auf der sich der Wingman quasi auffädelt. Im Normalfall möchte man die Bearing Line so zwischen 30 Grad und 45 Grad haben, wenn man sich normale On-Route-Formationen ausdenkt. Es gibt andere Formationen mit anderen Bearing Lines. Closure meint die Annäherung oder besser gesagt die Entfernung. Man möchte auf der Bearing Line in einer bestimmten Entfernung zu seinem Lead sein, um eine gewisse Separation zu gewährleisten. Meistens ist es als Abstand zwischen den Flügelspitzen angegeben. Bei einer Formation aus A10 beträgt die übliche Entfernung in einer Finger 4 Route 2 bis 3 Luftfahrzeugbreiten. Das sind so ungefähr 100 bis 150 Fuß. Die Finger 4 gibt es aber auch noch als Close-Variante, und das ist ein bisschen näher dran an dem, was ihr die ganze Zeit schon vor Augen habt. Da beträgt der Abstand zwischen den Flügelspitzen nur noch 10 Fuß. Das bietet sich zum Beispiel an, um gemeinsam durch eine Wolkendecke zu fliegen oder ähnliches. Bei der Navy und den Hornets in einer Parade-Formation sind es nur noch 4 Fuß Wingtip-Spacing. Das ist super nah. In der Cruise-Formation hingegen zählt nicht der Abstand zwischen den Flügelspitzen, sondern der Abstand zwischen dem Heck des Vordermanns und der eigenen Nase. Das nennt man Nose-Tail-Separation. Das soll hier ungefähr 10 Fuß betragen. Und damit habt ihr im Kern die gesamte Theorie zu Formationsflug mehr oder weniger gehört. Also ich habe schon viele Themen ausgelassen, vor allen Dingen sehr formationsspezifische Themen, Vor- und Nachteile von Formationen und sowas. Das wird ein bisschen zu tief gehen. Das waren jetzt wirklich nur so die Grundlagen vom Formationsflug. Und damit, mit Blick auf die Videolänge, beenden wir den Teil dann heute auch. Eigentlich dachte ich, ich kriege Theorie und Praxis schön in einen Teil. Da habe ich wohl ein bisschen viel zu viel gequatscht. Deshalb trennen wir jetzt Theorie und Praxis auf und kümmern uns im nächsten Teil dafür nur noch um die Praxis. Also im Prinzip, wie halte ich so ein Sichtbild, wie wechsle ich eine Formation? Und das heißt aber auch, wenn ich das Video heute nicht so lange mache, na, es geht lange genug, aber da ich die Praxis in einen eigenen Teil auslagere, haben wir wahrscheinlich beim nächsten Mal auch Zeit, uns diverseste Formationen als Beispiele anzugucken. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht verkehrt. Cool, ich hoffe, ich konnte euch eine ganze Menge beibringen und vielleicht seht ihr Formationsflug jetzt in einem etwas anderen Licht, als wie ihr ihn vorher gesehen habt. Ich wünsche euch viel Spaß, das gelernte Wissen umzusetzen in den Flügen, die ihr so macht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei der Praxis wieder. Bis dann!